Morgen. Ja, hallo. Also wir sind früh am Morgen unterwegs, sind in Schwarzenbach an der Saale und da, ja, von hier zeigen wir euch unser nächstes Vlog. Warum von hier? Das seht ihr hinter uns, wenn die Kamera sich drehen sollte. Denn wir besuchen heute das Dr. Erika Fuchs oder Erika Fuchshaus, Comic für Museum und Sprachkunst, das eben Erika Fuchs gewidmet ist. Was machst du denn? Der hat gefühlt gerade den Kopf. Comic für Museum und Sprachkunst. Ach so, Museum für Comic und Sprachkunst. So rum, dass Erika Fuchs gewidmet ist, der genialen Übersetzerin der Comics von Karl Barks, die ja ursprünglich auch Herausgeberin der Mickey Maus war und nicht nur Barks übersetzt hat, sich später aber auf Barks konzentriert hat. Und ich weiß nicht, hoffentlich hört ihr alles, trotz der vorbeifahrenden Autos, sich ja nicht nur durch ihre Übersetzungen einen Namen gemacht hat, sondern eben auch durch ihre ganzen sprachlichen Neuschöpfungen. Und da Dörte eine alte Germanistin ist, sagt sie uns was dazu, würde ich sagen. Ja, die alte Germanistin. Ja, alt vor allem. Was möchtest du wissen? Es wurde zum Beispiel eine Verbform nach ihr benannt, der sogenannte Erikativ. Sowas wie Quatsch, Knatter, Knall, also Verben, die einen Laut darstellen, aber anders als ein Onomatopoetikum. Ui! Muss ich jetzt ja noch raushauen. Was so etwas wie Kikeriki zum Beispiel wäre. Also nicht lautmalend, sondern eben das Verb wird genutzt, um. Und auf seinen Verbstamm reduziert. Genau, um das Geräusch darzustellen. Und genau. Dafür war sie sehr bekannt. Was ja euch bekannt ist, wenn ihr Mickey Mouse oder auch Donald Duck Comics gelesen habt, sei es im lustigen Taschenbuch, im Mickey Mouse Heft oder wo auch immer. Ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja. Gut, wir schauen uns das mal alles an, oder? So, wir sind im Museum drin und fangen an mit dem großen Wandmosaik der Family. Das ist aber nicht einfach nur so als Deko da, sondern das diente auch zur Unterstützung des Museums oder dient immer noch zur Unterstützung des Museums, indem ihr, wenn ihr mögt, bleibt mal stehen, ich gehe auf einfach hin, so, einzelne Komponenten des Enten ja, erspenden könnt. Mhm. Kaufen will ich nicht sagen, das hört sich blöd an. Erspenden könnt. Und zum Beispiel könnt ihr euch auf der Webseite von der Fuchshaus anschauen, wem welcher Teil gehört. Da werdet ihr bei DMP finden, nämlich bei Dagoberts Kopf. Und außer mit dieses kleinen Teils der Backenfedern ist der Kopf vom dein DLP sozusagen erspendet. Aber, nicht nur sozusagen. Ja, aber es ist noch sehr viel frei. Ihr könnt also euch immer noch beteiligen und könnt das über die Webseite des Erika Fuchshauses machen. Da gibt es eine Unterseite zum Wandmosaik. Da könnt ihr überall draufklicken, seht, wer was erspendet hat und was noch frei ist und was ihr euch sozusagen erspenden könnt. Ist eine coole Idee. Und ihr könnt so selbst Teil der Entenfamilie werden. Genau. Und die Beträge, haben wir uns gerade erkundigt, liegen im Rahmen zwischen 50 und 300 Euro, wenn ich jetzt mich... Dennoch freien Bereiche. Dennoch freien Bereiche, genau. Also, nur zu, falls ihr schon mal hier wart und eure Unterstützung kundtun möchtet oder falls ihr sowieso so begeistert seid. Ja. Ja. Schlag zu. Ist eine lustige, coole Sache. Genau. Gut, wir gehen jetzt in die Ausstellung selbst. Und ja, das zeigen wir euch ja natürlich auch. Na logisch. Ja, wir sind am Eingang zur Ausstellung und hier seht ihr quasi den Ursprung der Ausstellung. Das ist ein Teil der Sammlung von Gerd Severin, Donaldist und Vorsitzender des Clubs der Milliardäre, das ist der Förderverein des Museums. Und auf seine Initiative geht das Museum hier zurück. Und das hier zeigt, und ursprünglich sollte das seine Sammlung präsentieren. Und hier seht ihr, ging dabei in die andere Richtung. Und hier seht ihr einen kleinen Teil seiner Sammlung, die aus vielen tausend Stücken besteht. Wir haben uns auch gerade eben schon kurz getroffen. Und wenn alles zeitlich gut läuft, haben wir ihn nachher auch noch kurz im Interview zusammen mit Dr. Alexandra Henschel, der Leiterin des Museums. Ja, und hier ist der Eingang nach Entenhausen. Wir müssen allerdings noch 4 Minuten und 20 Sekunden warten, weil dann die nächste Präsentation
zum Auftakt beginnt. Die dürfen wir euch natürlich nicht auf Video zeigen, weil da viele Teile urheberrechtlich geschützt sind. Und aus dem Video abfilmen ist sowieso immer eine blöde Idee. Sobald wir dann zur Installation kommen, zeigen wir euch das. Dörte ist so schweigsam. Ich wollte eigentlich, dass sie den Teil hier macht, aber sie meinte, nee, mach du mal. Was ist los mit dir? Du bist der eher der Entenexperte hier bei uns. So, Dörte mag die Enten nicht so. Und weiter, das habe ich jetzt auch nicht gesagt, aber... okay, bis gleich. Bisschen schräg, Entschuldigung, aber so passen wir beide gut aufs Bild. Wir könnten, ich könnte mich auch bücken oder du gehst, wenn du dich auch bückst, ist dann... auf die Zehenspitzen stellen, ja. Bringt nicht viel. Also bleiben wir schräg. Gut. Ja, wir haben gerade einen Film, den Einführungsfilm geschaut, eben über die Geschichte der Comics, wie die Comics in die Welt kamen. So beginnt der Film mit Wandzeichnungen aus Frankreich, Höhlenmalerei, über Wandteppich von Bayeux. Und sehr interessant gemacht, auch gut gemacht, über drei Bildschirme bewegt sich. Alles wirkt dadurch sehr, sehr aktiv, nicht statisch und sehr anregend. Und jetzt, man findet so viele Dinge wieder, die man irgendwie schon halb wieder vergessen hatte, wenn man diverse Comics und so weiter gelesen hat, die vorkommen. Und dann finde ich doch mal wieder aus dem Regalkram. Ja. Und jetzt machen wir was? Wir besuchen Entenhausen. Oh. Aber wirklich. So, ich zeig's euch. So, wir sind da. Entenhausen. Da wohnt Donald Duck jedenfalls. Ist sein Briefkasten da. Und das kriegt man jetzt kaum drauf. Ich stehe viel zu dicht dran. Ja, wir können hier mal so durchs Fenster schauen. Ui. Ja. Und wir schauen natürlich weiter rum und werden euch ein bisschen mitnehmen. Ich kann jetzt noch nicht so viel erzählen hierüber, denn ich habe es mir ja noch nicht angeschaut, aber damit ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommt und dann wird das gleich auch noch ein bisschen mit Informationen gefüttert, aber ihr seht hier schon mal den Stammbaum der Ducks, finde ich immer wieder beeindruckend und wir schauen uns ein bisschen um und berichten euch dann nochmal ausführlicher. Hallo, wie versprochen melde ich mich nochmal jetzt vom Stadtpark oder aus dem Stadtpark in Entenhausen und gehe jetzt mit euch auf einen kleinen Stadtrundgang, damit ihr seht, was euch hier erwartet. So, direkt vor uns haben wir die Werkstatt von Daniel Düsentrieb. Da gibt es Erfindungen aller Art. Kommen Sie, wühlen Sie, wählen Sie. Also wenn ihr da noch irgendwas braucht, wie Schwarzlicht, das helle Räume dunkel macht oder ähnliches, nur herein. Hier wohnt dann Donald mit Trick, Trick und Track. Da kommt er auch schon gerade angefahren. Und Daisy von einem, was sagen wir, Einkaufsausflug ist auch gerade auf dem Weg. Hier die Statue und wenn ihr, ich kriege sie gar nicht ganz drauf, ne? So, Emil Erpel und errichtet von Dagobert Duck, dem reichsten Mann der Welt, und wenn ihr euch jetzt wundert, wieso Mann und nicht der reichsten Ente der Welt oder dem reichsten Erpel der Welt, ganz einfach, für Don Rosa und Karl Barks und einige andere Zeichner auch, waren das keine Enten, das waren Menschen. Hier sehen wir dann auch den Bauernhof von Dorette und ganz zentral gelegen den Duckschen Geldspeicher. Und mal schauen, ob wir die Tür überwinden können. Vielleicht steht sie auch gerade offen. Schauen wir mal. Oh, da kann man den Geldbart nehmen. Und es wird auch gerade fleißig ausprobiert. Das ist wahrscheinlich gut, weil Thorsten sonst am ganzen Körper Bankiersjucken bekommt, wenn er nicht täglich in seinem Geld badet, ganz nach Dagoberts Motto. Wenn er nicht täglich in seinen Talern baden kann, dann ist das schlecht für ihn.
Und da Thorsten Dagobert besonders verehrt, muss er ihm das natürlich gleich tun. Also wenn ihr immer schon mal ein Bad in Geld nehmen wolltet, könnt ihr das hier machen. Sieht, ist es bequem? Ah, herrlich, entspannend. Ich würde ganz drin rumtauchen. Okay, also falls Thorsten irgendwann fertig gebadet hat, geht es weiter. Ich zeige euch in der Zeit noch ein bisschen mehr von Entenhausen. Hier kommen wir auch an den Hafen zum Beispiel, von wo ihr zu abenteuerlichen Missionen mit U-Booten oder auch anderen Wasserfahrzeugen aufbrechen könntet. Hier dann etwas in die Wildnis, wo vielleicht gerade das Fähnlein Fieselschweif unterwegs ist oder ihr womöglich auf Gundel Gaukelei trifft, die wieder irgendwas im Schilde führt. Wer weiß das schon so genau? Aber dann wird bestimmt das Fähnlein Fieselschweif vielleicht auch mit Spürobold an seiner Seite zu eurer Rettung aufbrechen. Gut, soweit das hier jetzt erstmal aus Entenhausen. Oh, die Panzerknacker sehe ich auch schon. Huhu. Mal schauen, ob sie gleich noch Thorsten erwischen, wie er im Geld badet. Und wir zeigen euch gleich noch mehr aus Entenhausen bzw. aus dem Erika Fuchs Haus hier. Ja, wir stehen jetzt an der von Jürgen Wollinar entwickelten Stadtplan und Umgebungsplan von Entenhausen, und das ist super cool und interaktiv gemacht. Ihr könnt einerseits hier auf der Karte Sehenswürdigkeiten von Entenhausen anzeigen lassen, wie zum Beispiel das Entenhausener Münster, oder was haben wir hier, den Gumpenfall, macht ihr mal wieder zu, oder ihr könnt mit der Lupe über den Stadtplan fahren und findet dann noch versteckte Details und Besonderheiten, hier zum Beispiel den Krähenwald, den seht ihr hier nicht, fahren mit der Lupe drüber. Ist der Krähenwald da, der Moorsee, die Kavala, Pferderennbahn und so weiter. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob da passiert was? Nee, bei den Figuren, bei den Symbolen. Aber es ist echt lustig gemacht. Und in den deutschen Übersetzungen eben von Erika Fuchs sind viele dieser Sachen der Namen aus der Umgebung von Schwarzenbach entnommen. Und dann findet ihr hier auf der zweiten Karte die Dinge, die aus Schwarzenbach sind, wie zum Beispiel das Paulahölzchen oder ja, andere Sehenswürdigkeiten oder bekannte Bürger oder Einrichtungen der Stadt Schwarzenbach an der Saale, die Dr. Erika Fuchs bei den Übersetzungen aufgegriffen hat. Ja. Hier könnt ihr ganz ausgiebig dran spielen und sehr unterhaltsam. Allein hier kann man schon wirklich lange Zeit zubringen. Zum Beispiel, wenn ihr über die Plaudervogelbrücke lest oder andere Dinge. Klasse gemacht. Ja, wir sind einen Raum weiter. Hier geht's um Erika Fuchs persönlich und wie sie nach Schwarzenbach kam. Und da erfahrt ihr auch, warum das Museum eben hier ist. Erika Fuchs hatte ja in halb Europa studiert, war weltgewandt, aber die Liebe hat sie nach Schwarzenbach an der Saale verschlagen, wo ihr Mann mit ihr oder vor der Heirat schon ihr Freund mit ihr hinziehen wollte. Und es ist hier super bildlich dargestellt, humorvoll gemacht im Comic-Stil. Er begeistert sie eher weniger. Und ihr werdet nachher erfahren, dass es noch eine kleine Gemeinsamkeit gibt, was diese Geschichte angeht, mit dem Macher, Initiator des Museums. Weiterhin erfahrt ihr hier, wie es dazu kam, dass Erika Fuchs Mickey Maus Chefredakteurin wurde und die Comics übersetzt hat, die Vorurteile gegenüber Comics
in den 50er, 60er Jahren bis hin zum Treffen zwischen Erika Fuchs und Karl Barks, das nicht ganz so verlief, wie er und sie sich vielleicht auch vorgestellt hatten. Sehr schön gemacht und lohnt sich auf jeden Fall komplett zu lesen. Weiter geht es. Hier dreht sich in diesem Raum alles um das Übersetzen. Die verschiedenen Wortschöpfungen von Erika Fuchs. Hier ist auch ihre Schreibmaschine gezeigt. Ein Notizbuch, wo sie sich Gedanken gemacht hat. Und es gibt viele interaktive Stationen, kleine Filme, die ihr anschauen könnt. Hier könnt ihr Donalds Gesichtsausdrücke nachbasteln. Also hier zum Beispiel Donalds reichlich Ähnlichkeit mit Thorsten, wenn er mal wieder so einen kleinen Ausraster hat. Und hier bastelt Thorsten gerade am Erikativ. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Er ist noch fleißig beschäftigt. Seht da, könnt ihr aus verschiedenen Buchstaben zusammen da. Wir haben den Erikativ und zwar Klimper. Passt zu meinem Bällebad, ja, zu meinem Talerbad von vorhin. Ja, da hat es auch ordentlich geklimpert. Genau. Und ja, hier gibt es eben verschiedene interaktive Stationen, an denen ihr selber einige Sachen ausprobieren könnt. Hier zum Beispiel einen Wortgenerator. Da können wir zum Beispiel jetzt hier drehen und finden dann die Picknickaugen. Ja. Also, was meinst du? Welches Wort setzt du zusammen? Eigentlich ist das, was ich zusammensetzen würde, schon da. Nee, am Rad. Achso, ja gut, du kannst vielleicht auch da drehen, das geht auch bestimmt, ja, aber. Ich finde den Begriff. Pastinakenlyrik? Nein. Münzenlyrik, perfekt. Da sieht man es, genau. Denn als Dagobert-Fan, und ihr wisst ja alle, Dagobert geht es nicht darum, das viele Geld zu sammeln oder reich zu werden, sondern geht es um das Sammeln, um die Münzen und die Erinnerungen, die er mit den Münzen verknüpft. Einerseits und um, haben wir vorhin gelernt, in einem kleinen Videovortrag von Marc Benecke, darum es auch sportlich zu nutzen, das Geld, das er hat, um zum Skifahren und Schwimmen, eben wie er das kennt. Aber, und das finde ich bei Don Rosa sehr schön ausgearbeitet und in der Vertonung von Holopein dazu zum Beispiel, es geht darum, jede Münze ist eine Erinnerung. Also wie jeder Münze, jedem Schein weiß Dagobert noch, wie er sie bekommen hat. Das finde ich eine schöne Ausarbeitung auch. Und dazu passt für mich Münzenlyrik. Ja, und damit, mit diesem Wortgenerator, wird sozusagen die Fantasiewelt, die Entenhausen da ist auch zu einem sprachlichen Fantasieort. Ihr dürft kombinieren, was zusammenpasst oder vermeintlich gar nicht zusammenpasst. Eine Insektenpulverinsel zum Beispiel. Was ist das? Lasst den Zufall und eure Fantasie spielen. Ist hier alles möglich. Hier könnt ihr Zitate durcheinander bringen und so weiter. Also jede Menge Möglichkeiten, euch intensiv mit Entenhausen, seinen Bewohnern und vor allen Dingen hier in diesem Raum mit seiner Sprache zu beschäftigen. So, wir haben uns ja vorhin vor dem Museum in germanistischer Hinsicht schon ein bisschen blamiert. Vor allem Dörte, da die ja Germanistik studiert hat. Ich habe ja nur Geschichte, Politik und Religion studiert, Dörte Geschichte, Germanistik und Buchwissenschaften. Also müsste sie eigentlich literarisch gebildet sein. Wir sind nämlich hier an der Wand, an der Übersetzungen von Erika Fuchs vorgestellt werden, die ja den Werken der großen Literatur entlehnt sind, manchmal wörtlich, manchmal angelehnt. Und wir wollen doch mal testen, ob Dörte das kann. Wir fangen an mit auf. Nein, bitte. Na gut, du hast ja jetzt auch so, dass du weißt. Ja. Na gut. Ja, bitte. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Das ist Wilhelm Busch, Max und Moritz. Ja, super. Stimmt das auch? Ja, hoffentlich. Sonst ist es peinlich. Juhu. Dann hätte ich gern das. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich will einen Cowboy. Ich kann nicht singen. Die quietscht viel mehr.
Ja. Das ist ein Schlager. Ja, ich dachte, das ist, ja, ich dachte zuerst an Trude Herr, aber ich glaube, es ist Gitte Henning. Oh, ich habe keine Ahnung. Ist es nicht deine Musik, die deiner Eltern? Nein. Nein? Okay. Ich habe das Gequietsche von dem Lied im Ohr, aber... Dann schauen wir doch mal. Oh, du warst ja, gut. Haha, meine Musik. Ich schaue regelmäßig Fernsehgarten. Nee, das ist nur Philipp und Daniela, die das regelmäßig schauen. Haben wir das jetzt wirklich verraten hier öffentlich? Naja, was soll's. Jetzt suche ich dir wieder was aus. Okay. Wir nehmen mal was nicht aus der deutschen Literatur stammt, aber eben in der deutschen ist, sondern aus der englischen, aber in Skandinavien spielt. Die alte Geschichte, etwas ist faul im Staate Dänemark. Shakespeare, natürlich Shakespeare. Ja? Ja, meinst du? Und ich denke sogar Hamlet, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster Schau nach. Legen. Ja, perfekt. Und dabei habe ich nicht mal Anglistik studiert, als Germanisten. Ja, Shakespeare war es ja auch in der Grundschule. gut, schauen wir nochmal, was hat man denn noch nicht? Das wollte ich ja vorhin schon, das hast du dann verweigert. Auf, Helferlein, Frühling, lass sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Das was hier Daniel Düsentrieb zu seinem Helferlein sagt. Das ist auf jeden Fall ein Gedicht, das in der Grundschule auswendig lernen muss. Im Frühling lässt sein blaues Blatt wieder flattern durch die Lüfte. Weiter. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist die Grundschule gewesen. Und von wem ist es? Mörike, würde ich sagen. Doch, Frühling lässt sein blaues Blatt. Und hier haben wir was ganz Dramatisches. Seht den Himmel rot wie Blut, das ist nicht des Tages Glut. Solche Worte können eigentlich nur von Schiller kommen. Das Lied von der Glocke. Ja. Hast du vorher gespickt? Ist mir zu gut. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Habt ihr die ganze Zeit im Auge gehabt? Die ganze Zeit, was das ist. Das kommt mir so bekannt vor. Mir nicht. Mir sagt es nichts. Das ist das Spukbild. Ich habe keine Ahnung. Soll ich schauen? Ja, oder weißt du es? Nee, ich weiß. Es kommt mir so bekannt vor. Ich kann es aber gerade nicht. Ach, manche Timpete, Butje, Butte. Ja, die Ilse will nicht so, wie ich gern will. Ja, klar. Das hätte ich aber jetzt nicht zuordnen können. Aufgeschrieben, gesammelt und aufgeschrieben und Brüdern Grimm. Haben wir noch eins zum Abschluss? Oh Gott. Da suche ich dir, noch was aus. Nehmen wir das lange noch und dann ist. Nee, wir reden ja die ganze Zeit über Kunst, Literatur, deshalb nehmen wir das zum Abschluss, da geht es nämlich um die Kunst. Oh, holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, da mich des Lebens finster Kreis umtrickst. Umstrickt. Trickst, ich habe an Trick und Rack gedacht. Keine Ahnung. Also ich habe ein Vermutung. Ach, bitte, das muss man doch wissen. Goethe und Faust. Oh, ganz böse versagt. An die Musik von Franz Schubert. Also ist es ein musikalisches Werk, kein literarisches. Ja, aber du hättest es gewusst. Natürlich. Ja, ganz ich sicher. Ich habe mit finstere Kunst und so weiter. An Faust gedacht. Das ist peinlich. Ja. Okay, wir gehen weiter. Dort schämt sich. Ja. Tschüss. Oh, wie peinlich. Jetzt habe ich den wahren Faust entdeckt. Das leuchtet und sprüht und flackert und brennt. Ein wahres Hexenelement. Das kann jetzt nur Faust sein. Wenn ich wieder falsch liege, dann ist es super peinlich. Außerdem donnernd als Mephisto, ja. Das muss Faust sein. Faust der Tragödie, erster Teil. Johann Wolfgang von Goethe. Puh. Und donnernd als... Also, ich darf meinen Abschluss... Mephisto, oder? Ja. Ich darf meinen Abschluss behalten. Ja, hier sind wir noch im kleinen Raum, der eine Hommage an Erika Fuchs darstellt. Wurden zeitgenössische Comiczeichner gebeten, Erika Fuchs zu ehren und aus Zitaten von ihr dazu Comics zu zeichnen. Und zum Abschluss kommen wir hier noch in die Bibliothek, wo ihr in Comics schmökern könnt. Übrigens aber nicht nur Disney-Comics oder dem lustigen Taschenbuch, sondern ich sehe hier auch das. Möchte ich gerade mal ans Herz legen. Die vollständige Maus von Art Spiegelman. Ein super Comic oder Graphic Novel, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Und ist, ja, mag ich auch nicht weil wirklich. Weil der Begriff versucht, einen Unterschied darzustellen zwischen Comics als minderwertig und Graphic Novels als der Hochkultur. Das, also ist zumindest mein Eindruck und ist was ich persönlich nicht mag. Wollte ich anwählen, weil der Begriff gerade fing. Weil Comics auch künstlerisch hervorragend sein können. Oder auf jeden Fall. Sinn und eben gerade Karl Barks, Don Rosa und so weiter. Da sehe ich jetzt gerade, das lese ich aktuell, habe ich zu Hause liegen. Barbara Jelin, Irmina. Super bewegend, finde ich. Sehr
toll, auch stimmungsvoll gezeichnet dazu. Ja, und aber ihr könnt euch auch in Ente süß sauer oder Mickey Maus vertiefen, was ihr möchtet. Hier ist ein Sofa, auch die Peanuts sind mit dabei, Prinz Eisenherz, was habe ich noch gesehen, Spirou, also es ist eigentlich alles da, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann hier Donald-Figuren aus der Sammlung Severin, die Thorsten euch ganz am Anfang schon mal ansatzweise einen Teil gezeigt hatte, wird hier noch ja, in großem Umfang fortgesetzt. Also Wahnsinn. Es gibt alles mit Donald und Dagobert drauf, von der Badeente bis zur kleinen Sammelfigur, Lego-Auto. Es ist alles dabei, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also Freunde von den Ducks werden begeistert sein. So, eigentlich waren wir durch das ja, die Dauerausstellung. Genau, ich habe das Wort gesucht, Himmelswillen, jetzt durch und sind jetzt in einer Sonderausstellung, die hier gezeigt wird. Und hier geht es jetzt darum, 5 Jahre Erika Fuchshaus zu würdigen, die Entwicklung, die es in der Zeit gab. Und wir schauen uns jetzt die Ausstellung mal ein bisschen näher an. Es gibt hier übrigens immer wieder wechselnd neue Ausstellungen. Diese hier wäre eigentlich schon am 12. Nee, die draußen. Ach, die draußen. Ah, die draußen, wo wir gleich noch hinkommen, wäre eigentlich schon am 12. September beendet. Wird jetzt noch ein paar Tage länger gezeigt, weil noch etwas Zeit ist, bevor Anfang Oktober eine neue Ausstellung losgeht. Die widmet sich den Trägern des Max-und-Moritz-Preises. Mhm. Genau. Und so wird immer wieder in den 2 Ausstellungsräumen, wo Platz ist für Sonderausstellungen, etwas anderes gezeigt. Hier ist die 2. Sonderausstellung, die aktuell hier stattfindet. Und die ist der dicken Prinzessin Petronia gewidmet. Eine Figur von Katharina Greve, die sag mal, sehr lose an den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry angelehnt hat. Das alles auch ein bisschen auf die Schippe nimmt und die ein ganz besonderes Lebensziel hat, wie wir gerade erfahren haben. Denn? Ja, sie versucht ihr recht tristes Leben aufzupippen und reist per Wurmloch durch ja, das Weltall und versucht dabei zum Beispiel David Bowie zu treffen, allerdings meist erfolglos. Würdest du auch gerne David Bowie mal treffen? Ich verzichte. Also, okay. Kein David Bowie-Fan. Die Comics erscheinen seit 2015 als Serie in der Zeitschrift Das Magazin. Wie wir vorhin erfahren haben, ganz ehrlich, wir kannten es nicht, müssen wir ganz ehrlich sein, hervorgegangen aus einem der ältesten Magazine Deutschlands, das noch aktiv ist, 1924 gegründet, dann in der DDR wieder aufleben gelassen und nun normal erhältlich. Dörte dreht gerade ein bisschen ab. Sie findet es wohl lustig. Vielleicht sollten wir die Petronia mal kennenlernen. Viele Lebensweisheiten in sich. Ah? Grün ist die Hoffnung und der Schimmel. Ja. Oder intelligentes Leben. Vielleicht doch ein Widerspruch in sich. Also das ist lustig. Ich glaube, das Buch kaufen wir uns direkt. Das wirkt... Dörte kriegt sich nicht mehr ein. Wie deprimierend. Übermorgen ist morgen schon wieder gestern. Ja, wenn man mal drüber nachdenkt. Ist das schon wahr? Da ist Weisheit dahinter. Okay, wir überlassen Dörte mal der Literatur. Und ich glaube, das kaufen wir uns. Das hört sich lustig an. So, nach dem Museum. Wie ihr immer sehen wollt, noch der Museumsshop. Ihr shoppt ja alle gerne. Und wir haben gerade davon geredet, dass wir gleich noch was kaufen. Und dann zeigen wir euch mal, was alles so gibt. Oh, Tassen. Da wüsste ich ein paar Leute, die zuschlagen. Anne, wenn du das schaust... Das wird auch was für dich, Erika Fuchs und Karl Barks Tasse. Und ja, jede Menge Comic-Literatur, eben bei weitem nicht nur auf Karl Barks,
Don Rosa oder andere große Disney-Zeichner beschränkt, sondern viele andere Werke, sowohl klassischer Comiczeichner als auch zeitgenössischer Comickunst. Also hier könnt ihr auf jeden Fall shoppen. Wir kaufen übrigens auch gleich noch ein Geburtstagsgeschenk für unsere Nichte. Wo ist Donald, das große der große Wimmelspaß? Mal schauen, ob sie Donald findet. Wir müssen sie ein bisschen zu Disney erziehen, denn von elterlicher Seite und vor allem großelterlicher Seite ist das Thema nicht so gewünscht. Das ist unser Job. Ja, das ist so ein kleiner Überblick über den Shop. Wir schauen jetzt, dass wir uns mit Alexandra Henschel und Gerhard Severin gleich nochmal treffen für ein Interview. Und das zeigen wir euch dann natürlich auch noch. Ja, wir sind, haben es euch schon versprochen, wir machen noch ein kleines Interview. Wir haben hier Dr. Alexandra Henschel, also ich muss hier weiter rüber zeigen, und Gerhard Severin. Frau Henschel ist die Leiterin des Museums. Und der große Initiator des Museums ist Gerhard Severin. Und auch, wie man schon am Outfit erkennt, Disney-bound und großer Donaldist und Club der Milliardäre-Anhänger. Und wir stellen ein paar Fragen mal zum Museum. Und wir fangen an, es gibt es jetzt 5 Jahre, das haben wir ja unten in der Sonderausstellung gesehen. Gehen wir trotzdem ganz zu den Anfängen zurück. Es fing mit Ihnen an. Dann fangen wir auch mit, nicht Ladies First heute, sondern wir gehen chronologisch vor. Wie kam die Idee und... Naja, ich sammle seit 1994 alles von der Familie Duck. Seitdem bin ich auch Donaldist. Früher war ich ja immer allgemein Comic-Fan. Und 2004 war Kongress von der Donald hier in Schwarzenbach. Damals war mal eingeladen vom Bürgermeister in der Hoffnung, dass Frau Fuchs vielleicht auch noch teilnehmen könnte. Und da im Rahmen von dem Kongress am 1. April 2006 sind wir dann auf die Idee gekommen, der Bürgermeister und ich, dass man doch hier vielleicht meine Sammlung in einem Museum gestalten könnte. Weil wenn irgendwo was über Frau Fuchs zu machen wäre, dann hier in Schwarzenbach, weil Schwarzenbach ist Entenhausen. Ja. Dann war das der perfekte Ort. Und dann wurden Sie ins Boot geholt oder wurde erst konzeptioniert und dann... Ich komme erst ganz spät. Ganz spät, okay. Dann ist Herr Severin noch die Hauptperson. Zuerst haben wir dann angefangen, im Jahr danach, 2007, eine kleine Ausstellung in einem ehemals geplanten Gebäude zu machen, was als Museum geplant war, damit die Schwarzenbecher mal wissen, was überhaupt auf sie zukommt, weil... Wir sind hier in Franken und die Franken sind halt so, wenn es um was Neues geht, brauchen wir das, muss das sein, was kostet das und so. Da hat der Bürgermeister dann auch bloß eine kleine Zeitungsnotiz rausgegeben, die ist dann aufgegangen bis zum Spiegel, da war Schwarzenbach dann im Spiegel erwähnt, ohne dass es um Mord und Totschlag ging. Also das hat man auch gesehen, es hat eine gewisse Resonanz. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben wir versucht ein Konzept zu erstellen. Mehrere Versuche sind gescheitert. Dann haben wir eine Firma Molitor aus Berlin mit ins Boot genommen. Die haben dann das Konzept zusammen mit uns, mit einigen von der Donald, erarbeitet, so wie es jetzt da ist. Das Haus stand fest. Das Haus war abzureißen. Also es war klar, es wird ein Neubau gebaut werden. Wir konnten richtig vernünftig planen. Erstmal das Konzept des Museums. Danach hat der Architekt den Auftrag gekriegt, mach mal ein Haus um das Konzept des Ausstellung muss so und so und so aussehen, Raumgröße war vorgegeben, die Lage der Räume und so. Dann, als das soweit fertig war, ging es dann darum, wir brauchen natürlich auch eine gescheite Museumsleiterin. Da gab es eine Ausschreibung und da hat sich dann der Frau Dr. Henschel dann auch drauf beworben. Dann musste ich auch mal bei so einem Auswahlgespräch dabei sein, es war faszinierend. Da saßen, wie viele waren wir, glaube ich, 15 Leute. Und der einzelne Kandidat gegenüber muss ja vorkommen, sei ihr armes Würstchen. Das war ein gewisses Tribunal. Also 9 wart ihr. Ne? 3 Museumsleute, dann also 3 Leute von der Stadt und dann noch Stadtverwaltung und du. Ne? Also, und das kann dann auch, wie wir es bei den Einspielern kennengelernt haben, beim Rechtssystem in Entenhausen, die kam dann auch direkt mit der Polizei zur Unterstützung an und wurde direkt Recht gesprochen und in dem Fall der Job zugesprochen. Es wurde da danach, nachdem die, ich glaube, 11 Kandidaten, Kandidatinnen waren insgesamt noch da, es war eine größere Auswahl vorher da, aber es wurde schon so ausgesiebt, wurde danach dann gesagt, jawohl, diese Person, die sehen wir als vernünftig, als richtig an für das Museum. Und es war schon, da war das Museum zwar schon weit geplant, aber noch lang vor der Eröffnung, es war klar, die Museumsleitung muss rechtzeitig vor Museumseröffnung eingestellt werden, damit sich dann auch selber noch in das Museum einarbeiten und einbringen kann. Okay. Und dann hat sich
für sie quasi auch ähnlich wie für Erika Fuchs ergeben. Weltgewandt, studiert in Hamburg, Kindermuseum vorher. Am Kindermuseum vorher, dann studiert, glaube ich, in Paris unter anderem, oder? Ja. Und dann nach Schwarzenbach an der Saale. Nicht mal nach Hof, sondern nach Schwarzenbach an der Saale. War das ja wie Kulturschock oder war das einfach wegen des Museums? Das war wert? Auf jeden Fall wegen des Museums. Also die Stelle war ja deutschlandweit ausgeschrieben, wie die meisten Museumsstellen halt so sind. Und ja, ich fand das eine total spannende Aufgabe. Erstmal Museumsleitung stellen, ist ja auch nicht so, dass es da jetzt Tausende von gäbe. Ich habe erstmal, als ich das gelesen habe, Erika Fuchshaus, ich dachte, Erika Fuchs, da klingelt was, aber was klingelt denn da jetzt eigentlich? Ich sagte, das Einzige, was mir dann einfiel, nach ein bisschen Überlegen, war dann eben die Übersetzerin, das kann es jetzt nicht sein, und dann habe ich halt die Anzeige mal komplett aufgemacht, so, ich hatte vorher nur die Überschrift gelesen im Internet, und dachte, oh ja, ist tatsächlich die Übersetzerin, ist ja spannend. Ja, und zu sagen, erstmal Comics ist ja schon mal enden, wie, also viel sympathischer geht es ja auch gar nicht. Und auch zu sagen, man würdigt mal eine Frau, nicht immer nur die großen Männer, sondern es gibt auch die großen Frauen. Und alles das zusammen war einfach so überzeugend, dass ich dachte, Kleinstadt ist es wert. Und quasi dann auch so ein bisschen der Liebe wegen, nämlich der Liebe zum Thema wegen. Erika Fuchs, der Liebe zum Mann wegen hierher gekommen, also der Liebe zum Thema dann wegen, weil sie die Idee des Museums gut fanden. Ja. Ja. Und da gibt es auch wieder eine Parallele zwischen Ihnen beiden. Sie sind auch extra nach Schwarzenbach gezogen und haben jemanden mitgeschleppt, der so ähnlich geschaut hat wie Frau Erika Fuchs. Genau. Damals, 2006, war ich noch nicht verheiratet, zwar schon ein paar Jahre liiert. Und ich bin nach Schwarzenbach gekommen, das erste Mal wegen am Kongress, und war sofort von der Gegend hier angetan und auch von der Stadt und von der Idee. Im Frühjahr drauf bin ich mit meiner damaligen Freundin dann hergefahren. Ich war begeistert, wir sind in Ingolstadt losgefahren bei so 20, 25 Grad. Meine Freundin hat eine dünne Lederjacke angehabt, hat ja von uns ganz ausgereicht. Und wir kommen hier an, in Bayerisch-Sibirien, wie das Gebiet hier ja auch genannt wird. Und es ist halt im März nasskalt, 10 bis 12 Grad. Wir sind ausgestiegen, ich habe schon vorher darüber gesprochen gehabt, wir machen hier ein Museum, da könnte man vielleicht mal daher ziehen. Und meine Freundin hat sofort gesagt, ne, da ziehe ich nie her. Da habe ich ein Problem gehabt wie der Herr Fuchs. Der Herr Fuchs hat ja durch viele, viele schöne Gedichte und Ähnliches seine Frau bewegen können, dass sie dann doch hierher kommt und dann dazu sagen, dass sie jederzeit wegfahren kann. Ich habe es nicht so mit der Sprache, deswegen haben wir was anderes überlegt. Hat zu meiner Freundin gesagt, wenn wir heiraten, dann, oder wenn du herziehst, dann heiraten wir. Dann hat sie beide im Jahr gesagt. Perfekt, der beste Antrag, den man stellen kann. Weiter Parallele zu Frau Fuchs. Meine Frau ist auch ziemlich viel irgendwo anders unterwegs. Okay. Und kommen wir zum Museum selbst zurück. In 5 Jahren jetzt entwickelt von Anfängen. Also Besucherzahlen waren ja anfänglich überschwänglich groß, viel größer als erwartet. Mit der Entwicklung zufrieden, wie sich das alles ergeben hat? Und wie also ist das Anfang, Fazit der ersten 5 Jahre? Ja, am Anfang waren wir natürlich völlig überrascht. Das fing eigentlich 2 Wochen vorher ungefähr an, dass eine Redakteurin vom Spiegel von der kommenden Eröffnung erfuhr. Ich habe den Spiegel damals nicht konkret angeschrieben, weil was soll das, wenn ich an info@spiegel schreibe oder wie auch immer deren allgemeine Adresse sein mag. Das liest ja kein Mensch. Aber sie war comic-affin und hatte es auf einer Comic-Website darüber gelesen und rief dann an und sagte, nein, nein, der Spiegel berichtet nicht darüber, was passiert ist, sondern was kommen wird, und kam dann. Und dann, also anderthalb Wochen, eine Woche vor Eröffnung, war also diese eine ganze Seite im Spiegel. Und danach hat sich dann überschlagen, weil natürlich alle anderen Medien sagten, huch, das ist im Spiegel, muss ja wichtig sein, das haben wir irgendwie verpasst, da müssen wir jetzt aber auch sehen, dass wir darüber berichten. Und hier, das haben Sie ja gemerkt, hier ist ja massiver Stahlbetonbau, da dringt nichts durch. Also immer, wenn ich hier raus war, dann piepste mein Handy irgendwie, die ganzen Anrufe, die dann durch waren. Also ich habe teilweise um 9 Uhr abends, sonntags um 10 zu Hause Interviews geführt, also Telefoninterviews. Also wir hatten eine Presseresonanz, war unglaublich, was dann eben darin gipfelte in den 20 Uhr Nachrichten der Tagesschau am Eröffnungstag. Und als ich es mitgekriegt habe, ich war dann natürlich noch hier, wo man Leute sagten, hast du es schon gesehen, ihr seid in der Tagesschau? Nee. Das war natürlich toll und das hat man natürlich gemerkt und das hat auch nachgewirkt. Also im ersten Jahr hatten wir dann 22.000 Besucher. Das ist dann auch weniger geworden, völlig klar. So.
Dann haben wir nach 2 Jahren Wasserschaden gehabt. Wir mussten zum Glück nie schließen. Wir konnten immer aufbleiben, aber man weiß ja nie, was passiert. Also das heißt, man muss dann die Werbung ganz doll einschränken. Und das hat sich dann auch noch eine Weile, also eigentlich 2 Jahre hingezogen, so dieses Nachwirken. Und eigentlich das letzte Jahr, muss man sagen, war so richtig gut, hat sich super entwickelt. Und wir dachten, das wird so richtig gut. Und ja gut, dann kam dieses Jahr halt Corona komplett geschlossen. Was uns dann überrascht hat, war, als wir wieder aufmachen durften. Mitte Mai durften ja in Bayern die Museen wieder öffnen. Die erste Woche war ein bisschen verhalten. Und dann kamen die Pfingstferien in Bayern und wir sind überrannt worden. Also wirklich völlig, wo wir zwischendurch dachten, oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also im Moment soll es ja gar nicht so voll sein. Aber man hat richtig gemerkt, dass die Leute ausgehungert sind nach Kultur. Es gibt gar nicht so viele Alternativen, was man machen kann. Wo gehe ich jetzt hin? Auch in den Sommerferien mit den Kindern. Viele haben Urlaub jetzt dann in der Region auch gemacht. Und das war also jetzt der beste August seit der Eröffnung. Also im Moment haben wir wirklich ganz, ganz überraschende Resonanz. Und so ist halt, also wir haben noch kein normales Jahr gehabt. Ja. Ich werde immer gefragt, wie viele Besucher haben Sie denn im Durchschnitt? Das weiß ich nicht. Es gab noch kein durchschnittliches Jahr. Es war immer irgendwas. So, und man sagt, nach 10 Jahren kann man vielleicht mal sagen, na gut, aus den jeweils ungewöhnlichen Jahren gibt sich dann trotzdem ein bisschen. Mhm. Aber zufrieden, gut, mehr geht immer. Im Moment nicht. Im Moment ist es so, man sagt, es ist gut, was jetzt nicht heißen soll, dass Leute nicht kommen sollen. Aber im Moment ist es gut. Und ansonsten muss man sagen, mehr geht immer. Also die Räume sind ja da. Jetzt gucken wir halt, das haben Sie ja gesehen, mit Eingangsstraßenregelung, die meisten Stühle, Sitzgelegenheiten aus dem Filmraum raus. Eine Station mussten wir dann ganz schließen, das wäre jetzt von Infektionsgefahr zu groß gewesen. Ansonsten kann man aber einfach weitgehend den Betrieb so aufrechthalten. Wir können natürlich keinen Kaffee oder sowas anbieten. Aber ja, ansonsten kann man den Museumsbetrieb weiterführen und da sind wir jetzt auch sehr froh drüber. Man kann auch wirklich sagen, man fühlt sich sicher. Also das ist gut umgesetzt. Die Räume sind auch weitläufig dann genug. Man geht sich auch ein bisschen aus dem Weg, dadurch, dass man in der Szenerie zum Beispiel sich bewegt. Einer in dem Bereich, einer in dem. Also man muss nicht aufeinander hängen. Und geht gut. Ihr könnt auf jeden Fall euch sicher fühlen, wenn ihr hierher fahrt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, und die nächsten 5 Jahre, was erwartet uns? Was sind Ihre, haben Sie noch weitere, als Ideengeber des Museums, weitere Pläne oder... Oder Sie, was? Naja, Pläne haben wir viele. Ich habe dran gedacht, dass man eventuell hinten im Hinterhofbereich Schilderpfahl aufstellen könnte mit den Ortsnamen, Ortstafeln von den Städten von Deutschland, die in der Mickey Mouse Hefte erwähnt sind. Platz hätten wir so für 30 bis 40. So viele Städte hätten wir auf jeden Fall. Sie viele aus der Region, aber auch so Städte wie Halberstadt oder Quakenbrück oder aus Österreich einige Städte, die man dann die Ortstafeln machen könnte. Auf der anderen Seite, es sind ja furchtbar viele Schwarzenbecher. Namen in den Mickey Mouse Heften erwähnt, haben wir auch schon mal überlegt, man könnte dann an die Häuser, wo die wohnen oder gewohnt haben, Tafeln hinmachen und einen Rundweg machen. Und mit der Vorsitzenden vom Friedrichsverein haben wir schon mal darüber geredet, dass man eventuell einen Wanderweg machen könnte auf Donald Ducks oder Erika Fuchs Spuren durch das Fichtelgebirge, weil das sind auch fast alle Berge vom Fichtelgebirge in Entenhausen erwähnt. Und da habe ich auch schon an mehreren Stellen dann so die Tafeln anbringen lassen, wo das Bild von der Region dann abgebildet ist, dass man sehen kann, tatsächlich, jawohl, der Wallstein ist in Kosmos Entenhausen vertreten. Ja. Ihre Ideen oder Ihre Pläne für die nächsten 5 Jahre? Ja, das ist natürlich der Wunsch, dass das Museum weiter sich entwickeln kann, vor allem, dass die Leute auch noch weiterhin interessiert bleiben. Man sagt, es ist ja ein relativ kleines Museum. Und was immer eine Herausforderung bleibt, sind halt zum Beispiel Sonderausstellungen, wo wir ja explizit nicht sagen, da beschränken wir uns auf Entenhausen. Wir haben Entenhausen-Ausstellungen. Wir hatten ja bisher die weltweit einzige Einzelausstellung über Altaliafero. Da hatte noch nie eine Einzelausstellung. Und sagst so, ach, schau an. Das war uns gar nicht klar, als wir das besprochen hatten. Aber sonst haben wir halt viel breitere Themen. Jetzt in 2 Wochen eröffnen wir die Ausstellung der Max- und Moritz-Preisträger. Die wir zum 4. Mal hier haben. Ja, das ist ein zeitgenössischer Comic, auch noch mehr drin. Und ja, in unserer Sammlung ist auf jeden Fall auch noch
ganz viel Luft nach oben. Wir haben ja angefangen mit der Sammlung von Gerhard Severin. Viele von den Büchern sind von ihm, natürlich die ganzen Figuren, die in der Vitrine vorne sind. Es lagert noch sehr viel aus dem Dachboden. Das muss auch noch nach und nach alles inventarisiert werden. Das, was so im Hintergrund im Museum läuft, was man ja nie mitbekommt. Da haben wir angefangen, aber das ist natürlich noch lange nicht fertig. Und natürlich Originalzeichnungen jetzt auch von deutschsprachigen Zeichnerinnen und Zeichnern zu sammeln, ist halt auch noch eine Aufgabe. Aber dazu braucht man auch einen Etat, der jetzt erstmal nicht drin ist. Aber das ist langfristig. Normale Jahre braucht eben. Ohne Wasserschaden, ohne Corona. Ja, genau. Ja. Und mein Ziel ist auch noch, dass da irgendwann die Region hier tatsächlich Region Entenhausen wird. Ich habe schon mit dem Landrat drüber gesprochen. Schwarzenbach umbenennen, Entenhausen, das wird natürlich nicht so einfach sein. Aber zumindest auf den Ortsdaten einen Zusatz Region Entenhausen. Kannst du mit anderen Universitätsstadt Schwarzenbach, genau, Entenhausen statt. Und der Landrat war dem an, sich offen aufgeschlossen. Das wäre eine witzige Idee. Auf jeden Fall. Also Entenhausen ist hier in Schwarzenbach, hier ist definitiv. Ja. Eine Frage noch für mich als jemand, der Dagobert am liebsten mag, gar nicht Donald, muss trotzdem an den Donaldisten eine Frage stellen, als jemand, der Don Rosa-Fan ist. Für Sie Don Rosa legitimer Nachfolger von Karl Barks oder eher nicht so? Der hat viel zu viele Figuren hinzugefügt und verändert überhaupt nicht. Das ist auch eine große Streitfrage. Er schreibt sehr schöne Geschichten. Er ist genauso intensiv bei der Spurensuche dabei wie Barks. Sie lest sich wunderbar und er schreibt Barks ja teilweise weiter. Und von der Hexen kann man schon sagen, er ist ein legitimer Nachfolger. Eigentlich der einzig Vernünftige, den es so gibt. Beziehungsweise muss man sagen, gab. Ja gut, ja. Kann ja nicht mehr. Er zeichnet dann immer. Ja. Außer mal ab und zu bei Autogrammstunden dann persönliche Zeichnungen. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall. Und sehr gerne. Der Besuch lohnt sich, also kommt hierher. Und ihr seht es, glaube ich, auch auf den beiden an. Da ist Herzblut dahinter. Die auch mit Maske sieht man Strahlen im Auge, ja. wenn drüber geredet wird. Und lohnt sich, also. Auf jeden Fall. Ja. Dem kann ich mich anschließen. Ja, vielen Dank. Und danke, dass Sie da waren. Ja. So, da sind wir nochmal. Ja, ganz ohne Masken jetzt. Ja. Wir sind aus dem Museum raus. Wir haben nach dem Museum noch einen kleinen Ortsrundgang gemacht. Mit, Moment, ich muss hier ein bisschen abbiegen. Mit Gerd Severin, also mit dem Mitinitiator des Museums. Und der hat es ein bisschen durch Schwarzenbach an der Saale noch geführt, zu eben ja, auf einen kleinen Rundgang durch das Leben Erika Fuchs in Schwarzenbach. Den könnt ihr übrigens auch selber erkunden, wenn ihr keinen so fachkundigen Führer dabei habt. Es gibt ein kleines Heftchen, das ihr im Museum mitnehmen könnt und dann könnt ihr euch selber auf Spurensuche begeben. Genau. Und da kommt ihr nach 300 Metern an der Treppenampel rechts abbiegen in die Bismarckstraße und sofort halb links abbiegen. Wir sind auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Deshalb jetzt auch das Fazit aus dem Auto, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck standen oder stehen. Ja. Und ja, da seht ihr unter anderem das Wohnhaus von Erika Fuchs. Habt ein bisschen Blick auf das, auf das Erkerchen, in dem sie gesessen und übersetzt hat. Genau. Kommt an den alteingesessenen Geschäften in Schwarzenbach vorbei, deren Inhaber den passenden Geschäften in Entenhausen ihren Namen verliehen hat. Also ihr seid in Schwarzenbacher Saale wirklich in Entenhausen. Ja. Weil Erika Fuchs sich da eben so inspirieren ließ. Und kommt an der Emil-Erpel-Statue vorbei, die an der Saale oder in der Saale steht. Sehr schön gemacht und gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen wirklich den Gründungsvater von Entenhausen als in Schwarzenbach angesiedelt und da auch gestiftet von eben dem Gründungsvater des Museums. Ja, also das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Viele nette Anekdoten haben wir dabei noch erfahren. Und ja, Fazit bitte zum Museum. An der Ampel rechts abbiegen in die Bismarckstraße. Haben wir ja schon mehrfach gesagt, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Was zum organisatorischen Eintritt kostet 5 Euro, da kann man jetzt nun wirklich nicht meckern. Nicht. Es gibt auch ein kleines Heftchen, ist es nicht ganz, so ein Leitfaden, was Kinder da noch Besonderes erleben können, bestimmte Dinge zählen und so weiter. Also
Wenn die normale Ausstellung nicht reichen sollte, ist da noch mehr darüber hinaus geboten. Ja. Aber ihr könnt in der Ausstellung also gerne mehrere Stunden zubringen. Ist möglich, auf jeden Fall. Je nachdem, wie ihr es nutzt, wie ihr vielleicht auch die Bibliothek nutzt, in der ihr alle möglichen Comics lesen könnt, in zig verschiedenen Editionen. Das ja, absolut lohnt, damit können wir euch nur ans Herz legen. Und wegen der Bibliothek hatten wir auch nochmal nachgefragt vor Ort. Also da kann man wirklich sich auch stundenlang hinsetzen, das stört niemanden. Da gibt es sogar Stammbesucher, die das eben machen. Die immer wieder kommen, einfach um das nächste, den nächsten Band zu lesen, den nächsten Comic zu lesen. Und ja, also insgesamt wirklich ein lohnender Besuch. Auf jeden Fall. Und macht einen Abstecher nach Schwarzenbach an der Saale. Ja. So,